Wir haben ja heute an der Cardes-Hochschule die Fortsetzung von unserem Olympic Day olympische Diskussionen geführt. Heute ging es um 50 Jahre Olympische Spiele 1972 in München. Und da ging es uns vor allen Dingen auch darum, einfach mal mit Zeitzeugen ins Gespräch zu kommen. Wir hatten heute zwei Vertreter aus dem Tonbereich, den Eberhard Ginger und den Wolfgang Thüne, die mal so ihre Sichtweisen auch erklärt haben, wie sie die Olympischen Spiele erlebt haben. Und die beiden verbindet ja noch eine andere Story, denn der Eberhard Ginger hat ja dem Wolfgang Thüne auch geholfen, das diktatorische System der DDR, mit dem er nicht mehr zufrieden war, zu verlassen und hat ihm zur Flucht verholfen. Wir hatten als Athletin auch Silvia Schenk dabei. Silvia Schenk hat einen Impuls gehalten, da ging es vor allen Dingen auch um die Erlebnisse ab dem 5. September mit dem schlimmen Attentat, mit dem palästinensischen Angriff auf die Olympischen Spiele, vor allen Dingen auf die israelische Mannschaft. Es ist immer gut, darüber zu sprechen, vor allen Dingen, wenn ich weiß, da ist ein Publikum, was auch bereit ist zuzuhören. Und diese beiden Seiten von den Olympischen Spielen zu sehen. Die Seite mit dem Attentat, die mich eben über Jahrzehnte und bis heute im Grunde belastet. Und ich habe ja auch gemerkt, es waren welche hier im Publikum, die das auch belastet. Ja, ich musste dann immer aufpassen, dass ich da nicht womöglich zu viel Emotionen reinbringe, weil man ja nie weiß, wie dann jemand damit umgeht. Und dann aber eben auch zu sehen, nochmal sich daran zu erinnern, wie toll es eigentlich ist, Olympische Spiele im eigenen Land zu haben. Sehr interessant, weil viele Sachen, die man ja in 50 Jahren einfach nicht mehr so parat hat, dann doch wieder gekommen sind. Vor allen Dingen, was ja auch ganz interessant war, aus der Sicht der Journalisten, das Erleben mit dem Attentat, aus der Sicht von Silvia Schenk, die das ja nun so erlebt hat. Und ich das gar nicht so nah miterleben konnte, weil eben die Organisation durch den DDR-Sport ganz anders gewesen ist. Es war eine interessante, eine spannende und für mich wichtige Reminiszenz an das, was vor 50 Jahren passiert ist und was mich zum Teil auch heute noch begleitet. 1974 bei der WM im bulgarischen Varna gewinnt Thüne Silber am Reck. Gold geht an Eberhard Ginger aus der Bundesrepublik. Wir hatten ja neben der Runde mit den Athleten auch eine Runde mit Pressevertretern und Vertretern aus dem Verbandsbereich. Wir hatten hier den Weltpräsidenten für den modernen Fünfkampf, Klaus Schormann, zu Gast, der damals Rennsekretär war für die Sportart modernen Fünfkampf, der aus seiner Sicht nochmal seine Erlebnisse von organisatorischer Seite schilderte. Und wir hatten aus dem Pressebereich Dieter Kühnle da, der auch zum Besten gab, wie eigentlich eklatant damals die Berichterstattung war mit dem Attentat am 5. September, wo Dinge an die Presse gekommen sind, die eigentlich noch gar nicht oder die nicht den Tatsachen entsprachen. Und wir hatten Rudolf Schmidt da, der das internationale Jugendlager leitete und seine Erlebnisse hier auch nochmal beschrieb, gerade zwischen den Mannschaften aus Ost und West. In den letzten Tagen habe ich mich schon darauf vorbereitet, wen triffst du, wen siehst du, wen kennst du noch. Dann bin ich auf meinen Boden gestiegen und habe all das rausgesucht, was ich mitnehmen wollte. Und dann erinnert man sich ja auch an vieles und in manches guckt man rein und sieht, ach, das hast du ja noch gar nicht gelesen und das musst du auch noch mal lesen und so weiter und so weiter. Also das heißt, die Art der Vorbereitung hat mich dem Termin näher gebracht und hat auch Sachen in Erinnerung gerufen. Emotionales Erlebnis, weil das ist ja doch eine lange Zeit.
und einiges vergisst man, aber durch so eine Veranstaltung wird es wieder hochgeholt. Die heutige Veranstaltung stand ja nun ganz im Zeichen der Olympischen Bewegung und insbesondere hier 50-Jahr-Feier oder Jubiläum 1972 München. Und das, was jetzt auch ansteht in den nächsten Wochen, weitere Jubiläumsfeiern, aber heute einfach mal ein Resümee von Personen, Athletinnen, Athleten, offizielle Manager, die in den Jahren 1972 tief engagiert waren in dem Geschehen der Olympischen Spiele und natürlich auch Reflexion bezogen auf den Anschlag, den wir dort erlebt haben. Das heißt, von den Emotionen, ich glaube, ist ganz gut hinübergebracht worden, was das so bedeutet hat. Der Wunsch, wunderbare Spiele zu erleben und dann auf einmal konfrontiert zu werden mit großen politischen Situationen. Ich glaube, das ist heute ganz gut herausgearbeitet worden. War eine super interessante, spannende Veranstaltung heute. Man hätte noch viel länger diskutieren können miteinander. Es sind so einmalige Erlebnisse und Emotionen, die unsere Zeitzeugen heute hier berichteten, die einem unter die Haut gehen und die irgendwo natürlich ganz besonders sind und sicherlich auch vergessen. Und man hatte heute wirklich das Gefühl, man taucht in die Spiele von 1972 intensiv ein.